Willkommen zurück zu Battletech. Ihr habt nichts verpasst, wir sind immer noch in der Reparatur vom letzten Mal. Ich habe aber schon mal Kimi als den nächsten Planeten angesteuert. Mal schauen, was es da erwartet. Die Aufträge auf diesem jetzigen Planeten waren nicht mehr so interessant. Insgeheim hoffen wir immer noch auf dieses letzte dusselige Grasshopper-Teil. Aber keine Ahnung, wann wir mal das Glück haben werden, einen zu bekommen. Scheint ein recht seltenes Stück zu sein. Sonst muss ich mir wirklich überlegen, ob ich einen anderen Mech in Betracht ziehe, aber der Grasshopper würde halt perfekt passen. Perfekt. Ich wüsste jetzt von keinem anderen, der die Aufgabe des Phoenix Hawk auf die höchste Stufe bringen könnte. Naja, wir werden sehen. Die wollen, dass ich jetzt die Mitgliedschaftsgebühr für den Schwarzpfad nochmal neu zahle. Nee, das Geld habe ich gerade nicht und ich müsste ja schon teure Gebühren zahlen, weil sie mich mittlerweile weniger mögen. Dann habe ich halt keinen Zugang mehr zum Schwarzmarkt. Das ist nicht ganz so schlimm. Wahrscheinlich wird jetzt gerade der Schwarzmarkt die Regale gefüllt mit Grasshopper-Teilen, während ich das sage. Ja, wir gucken erstmal auf Kimi, was der Laden zu bieten hat. Na, keine Grasshopper-Teile. Schon mal sehr enttäuschend. Hätte mich aber auch überrascht. Gut, dann schauen wir uns gleich den Auftrag an. Sind gerade erst gelandet, deswegen dauert das mal ein bisschen. Na ja, schon fertig, okay. Einiges an Liao-Optionen hier. Die würde ich auch gerne auch nutzen. Machen wir das. Geld wieder ein bisschen fokussieren, trotzdem immer einen Teil zum Auswählen. Man weiß ja nie, ob vielleicht ein Grasshopper kommt und dann ist man froh, wenn man das eine Teil holen kann. Ne? So, wir nehmen das alles mit, das ist okay. So. Den Marauder habe ich noch nicht umgebaut, will ich aber ihn noch machen. Momentan wäre mir halt ein Grasshopper so lieb. Oder ich muss echt mal gucken, ob ich noch einen anderen Mech, zumindest meine Auswahl erhöhen kann, an dessen, was ich brauche, dass ich eher auf irgendwas zugreifen kann, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt. Aber ich kenne keinen besseren, sprungfähigen Mech, der auch einigermaßen Close-Range Waffen equippen kann, als den Grasshopper. Vielleicht ist auch irgendjemand, der nicht mehr im Kopf gerade. Also der auch entsprechend schwerer ist als der Phoenix Hawk natürlich, ne? Muss man mal sehen. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. In den letzten 3 Monaten hat die Planetarregierung über ein 50 Dutzend Angriffe auf unsere Einrichtung, unser Personal und unsere Versorgungskonvois durchgeführt. Meine Vorgesetzten wollen Vergeltung. Wir würden sie gerne anheuern, um eine Lanze der Lokalregierung aufzuspüren und auszuradieren. Damit sich unsere Feinde bewusst sind, dass wir auf Kimi nicht wehrlos sind. Das machen wir doch gerne, das ist doch ein schöner Auftrag für uns Liao-Loyalisten. Dann cutte ich mal das Mikro und wir warten die Ladezeit doch eben ab. Confirmed. Move order received.
Enemy detected. Location confirmed. Roger that. Hey there. On my way. Confirmed. Ready for orders. On my way. Acknowledge. Engaging multiple targets. Receiving you. Location confirmed. Something good. I've got eyes on hostile reinforcements. They're heading your way. I'm showing minor damage. Thank you.
Receiving you. Target neutralized. Commander? Moving out. Locking on target. Critical hit, Commander. Roger. Engaging target. Nice. Got past his armor. Minimal damage on that hit. I'm showing minor damage. Need something, Chief? Confirmed. Engaging. Waiting for orders. Position confirmed. Detected. Aye, aye. Moving out.
Wenn ich einfach diese Mission nicht mehr so sehen kann mit den ganzen 20 Tonnen da. Ich weiß, das liegt am Schwierigkeitsgrad ein bisschen, den ich vorher auswähle, aber die Sache ist halt, wenn ich bedenke, dass es manchmal so unfair wird, dass ich jetzt gegen die gleiche Anzahl Max in schwer kämpfen müsste, dann würde ich es nicht schaffen wahrscheinlich. Aber wir müssen trotzdem mal ein bisschen wie schwierigkeitsgradmäßig höher gehen, weil so kommen wir nicht voran mit diesen 20 Tonnen. Das dauert einfach nur ewig, die alle zu töten. Und die Teile von denen brauchen wir auch nicht mehr. Und so krass viel Kohle kriegen wir ja auch nicht für. Ich hätte halt echt gerne Grasshopper, dann würde ich mich auch... super. Dann würde ich mich auch grundsätzlich an schwere Missionen wagen, aber mit dem Phoenix Hawk bin ich mir der unsicher. Naja. Standing by. On. Ist das irgendwie die Locust-Party hier? Locust. Das sind alles 1 Emma Locusts. Kein Wunder, dass ich das halt Raketen abbekommen habe von da hinten. Ja. Reporting. Critical hit. Respekt für den Schuss jetzt von Golden Boy. Das war ziemlich krass. Engaging multiple targets. Enemy mech, critical damage detected. Yeah, Commander. Lockdown for physical attack. Enemy down. Ready for orders. Barely hit, Commander. Good to go. Roger that.
Reporting heavy damage. Da kommst du ab und an mal so einen epischen Todessprung, ja? Muss auch mal sein. What's up, boss? Moving to position. Engaging multiple targets. Orders. On my way. Targeting for a physical attack. That's a kill. Ich muss ja sagen, die Locust-Brigade tut mir einfach ein bisschen leid. Mission successful. Trotzdem haben sie mir eine Verletzung zugefügt, zumindest das Golden Boy. Nächste Mission muss auf jeden Fall ein bisschen höher werden vom Schwierigkeitsgrad. Ich kann keine Locusts mehr sehen jetzt. Aber das ist gut Kohle, ganz ehrlich. Kann ich nicht meckern. Das ist wirklich gutes Geld. Der Phoenix-Torpedo E-Reparatur wie den Todessprung, den ich mir geleistet habe. Unnötigerweise natürlich, aber hey, manchmal muss auch ein bisschen Spaß haben, ne? Irgendwelche guten Waffen? Natürlich nicht. Dann nimmt man einfach den hier fertig, so. Dann schauen wir noch etwas nach einer herausfordernderen Mission. Das war jetzt ja eher mehr. Sehr, sehr viele Gegner, aber nur die kleinen. Ich hätte lieber weniger, also eine komplette gegnerische Lanze, die entsprechend auch Gewicht hat, aber es ist echt schwierig, diese Mission zu finden. Muss ich sagen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn schon habe, also verschreue ich ihn direkt. Wir müssen einmal kurz die Reparatur einleiten für den Phoenix. Doch nicht? Okay, anscheinend haben wir die Panzerung komplett abgeschält, aber keinen Schaden an der Struktur genommen. Das ist natürlich lucky, ne? Ja, eigentlich muss ich den Marodeur noch umrüsten. Da könnte ich auch, zumindest wenn ich Golden Boy nicht dabei habe, eine ziemlich starke Lanze dabei haben. Ich will aber trotzdem Golden Boy dabei haben. Zick, zick. Das wäre jetzt eigentlich so der Mech für Shadowcat, ne? Der neue, hatte ich ja schon gesagt. Das wäre ganz sinnvoll für sie. Ich frage mich, wenn ich die AC, also die AK-5 abbauen würde, die auf der Schulter montiert ist, und stattdessen Panzerung fokussiere. Mittlere Laser. Ich meine, ich will jetzt auch nicht weniger Power als vorher haben, ne? Aber schwere Laser ist natürlich so eine Sache. Vom Gewicht und von der Wärmeentwicklung her. Wäre ja schon ziemlich greedy, 2 PPKs und einen schweren Laser mitzunehmen. Ich meine, das Gewicht, das streikt gerade schon ganz gewaltig. Die Hitze gar nicht mal so sehr viel mehr. Ist die Frage, ob ich jetzt entsprechend Gewicht reduzieren könnte und sagen könnte, ja gut, wir gehen ein bisschen runter hier und da. Ich glaube aber, egal ob ich da jetzt irgendwo runtergehe, ich glaube, ich werde nicht den Punkt erreichen, wo ich zufrieden mit bin. Ja, vielleicht schaffe ich es doch irgendwie was zu erreichen, wo ich zufrieden sein kann. So ein reiner Energie-Marodeur. Für sie halt, weil sie die Hitzeentwicklung ein bisschen kontrollieren kann, dank der Kühlmittel. Wäre gar nicht mal so uncool, finde ich. Den Rücken würde sie nicht so oft angegriffen werden, ehrlich gesagt. Ganz viel Panzerung muss es auch nicht sein. Man nimmt, was man kriegen kann, aber man kann es auch übertreiben. Wärmetauscher rausnehmen ist nicht drin. Ganz ehrlich, das kann ich nicht machen.
Das kann ich unmöglich machen. Das ist die Fitzelarbeit, ne? Mit jedem Mal, was ich jetzt runtergehe, bin ich unzufriedener. Ne? Das war schon hart, dass ich hier runtergehe gerade. Ist das eine PPK wert? Ich bin ja echt nicht so der PPK-Freund, habe ich ja schon mal erzählt. Ne? Ich verlasse mich nicht nur so sehr auf die Sensorenstörung und ich finde, dass der schwere Laser hier besser ist, oftmals als PPK. Aber ich fände es auch ziemlich trocken, ausschließlich schwere Laser mitzunehmen. Würde mich ein bisschen langweilen. Das ist übrigens ein ganz cooles Modul, was drin ist, wenn es uns als Lanze so ein bisschen bufft. Das heißt, hier hat so einen kleinen Buff-Effekt dabei, was ganz cool ist. Den Rest brauche ich im Rücken weg. Ich mache es nicht gerne, aber ich muss halt den Rücken bearbeiten, weil alle anderen Sachen kann ich nicht mehr bearbeiten. Ich kann frontal gesehen keine Panzerung mehr wegnehmen. Das ist viel zu riskant. Ja, höchstens die Beine jetzt noch. Hat immer noch nicht an dem Gewicht angekommen, was wir brauchen. Dammit. Dammit, dammit. Also muss ich die mittleren Torsen noch reduzieren? Boah, das tue ich aber echt ungerne. Unschön. Das tut ja schon echt weh. Ich frage mich, ob das nicht zu krass ist, was ich jetzt mache. Von der Rüstungsreduzierung her. Alter, wir kommen immer noch nicht drauf. Mann. God damn it. Ich darf sie niemals irgendwie jemanden rücken lassen. Ich meine, das wäre jetzt ein echt krasser, für mich schon fast zu riskanter Move. Das ist jetzt nicht unbedingt weniger Rüstung als vorher, ne? Also wir haben jetzt nicht wirklich weniger Rüstung, als das Ding von Natur aus hat, aber ich sage ja nicht umsonst, wie sehr ich Rüstung halt fokussiere und wie wichtig ich das finde. Aufgrund der Tatsache, wie die Gegner dich da meistens ein bisschen bescheißen. Mit ihrer Übermacht und wie sehr du dann auf die Schnauze kriegst. Das ist schon... Uff, ich teste es mal. Ich habe noch nie einen Marodeur gemacht, der nur auf Energiewaffen basiert. Das sind echt ein paar Heavy Loaders, die sie jetzt hat. Ne? Das wären jetzt PPKs mit schweren Lasern. Jeweils zwei. Das ist schon extrem viel Firepower auf Range. Mal schauen. So ein Marodeur ohne Kanone umzusehen, das ist für mich schon ein bisschen ungewöhnlich. Okay, wir lassen mal den eben umbauen. Die Folge wird jetzt allein durch den Umbau ein bisschen länger, aber ist halt so. Ja, ich weiß, ziehen wir das Geld wieder aus der Tasche. So, wir machen hier kurz die Reparatur. Sehr schön. Speichern einmal. Und dann schmeißen wir uns direkt in die nächste Mission. Da würde ich nämlich einfach den Kataphrakt Hope übernehmen lassen. Den erbt sie so ein bisschen von Shadowcat. Und Shadowcat übernimmt dann ab jetzt den Marodeur. Mal schauen, ob das Sinn macht. Ich meine, wie gesagt, abgesehen von der Feuerkraft bringt er halt auch diese passiven Boosts ins Team, ne? Und die sind nicht verkehrt. So, haben wir irgendwie einen etwas interessanteren Auftrag hier? Nicht wirklich. Ja, Vorräte angreifen ist ein bisschen schwierig. Gegen wen ist das? Gegen Piraten. Ja, dann machen wir mal für jemand anders den Auftrag. Ich hoffe, dass Liao nicht irgendwie wieder auftaucht hier. Das wäre schade. Gut, es geht darum, Unruhen niederzuschmeißen, eine Revolte zu verhindern. Und das gegen die Piraten-Rebellentruppe. Wahrscheinlich sind es eher Rebellen als Piraten gerade, aber hey. Mal sehen, was da so vorgeht in der Mission. Das ist bisher die heftigste Lanze, die wir mitnehmen. Mal gespannt, wie die so abgeht. Golden Boy muss sich erstmal ausruhen. Seine Verletzung kurieren. Also ist schon heftig, was wir jetzt dabei haben. Das ist eine Attentatsmission, ne? Das heißt, da müssen wir bestimmte Personen ausschalten und ich darf nicht entkommen. Ah, das kann ja auch mal so in die Hose gehen. Ist ja meistens auch eine Übermacht, die man bekämpft und der Typ, der kann wegrennen und hat man komplett verloren. Aber es ist ja meistens so, wenn man ihn zumindest nicht angreift, dann rennt er nicht weg. Solange er nicht gewisse Schäden nimmt, rennt er nicht. Das heißt, man kann immer ganz gut versuchen, erstmal allen Ruhe auszuschalten, bis man ihn versucht zu erledigen.
Mal schauen. Ich hoffe, es geht gut. Und wir schlüpfen in die Mission. Wird hoffentlich ein bisschen, also anspruchsvoll. Ja gut, hoffentlich ein paar andere Mechs da als nur leichte. Das ist das Einzige, was ich jetzt versuche, irgendwie zu erreichen. Hoffentlich wieder nur Massen an leichten Mechs, die mich nerven wollen. Naja, mal sehen. Let's go. Command interface initiated. Coordinates received. Order acknowledged. Moving out. All right. Location confirmed. On it. 10-4. Incoming bandit. Also gewichtstechnisch ist es auf jeden Fall schon ein bisschen höher, ja. Wir werden erstmal direkt von mehreren mittleren Mechs umzingelt. Standing by. I'm receiving you. Banging through my armor. Ready for orders. All weapons committed. Yeah, Commander. On the move. Copy that. I think I hit something good. Receiving you. On my way. All weapons are gone.
losing armor. Warning, armor low. Commander? On the move. Ich schätze, das ist unser Ziel. Hat die einen Katapult oder so? Das ist schon ziemlich heftig, ey. Das ist Airbombardement gewesen. Waiting for orders. Location confirmed. Roger. Engaging multiple targets. Good to go. Let's see how you like this. I'm losing armor bad. Reporting internal damage. Good to go. On my way. Aye, aye. Armor breach. Internal damage. Oh! I'm wounded! Läuft eher nicht so geil, ne? Was soll man sagen? Naja, nichts Neues.
Engaging multiple targets. I'm here. Regained footing. Good to go. Roger. Reporting critical hit. Aye, aye. Taken internal damage. Der eine Arm hängt ja noch am seinen Faden. Ich versuche ihn irgendwie zu beschützen. Ne? Yes, Commander. Engaging multiple targets. Enemy mech, critical damage detected. Standing by. Position confirmed. Lockdown for physical attack. That's a miss. Commander. Got it. Connection on that one. Warning. Armor breached. Internal damage. What's up, boss?
Aye, aye. Ja, ich glaube, der PPK-Doppelbild mit doppelschwerem Laser ist einfach zu wärmekrass. Das ist, glaube ich, einfach zu heftig. Da werde ich bestimmt mal ein bisschen drum rumbasteln in der Zwischenzeit. Standing by. Acknowledge. Endlich geht dieser Vulcan down, ey. Mein Gott. Wie ich es auch immer schaffe, die Gegner in Stücke zu schälen, bevor sie sterben. Oh, das ist mein Arm. Das ist der Arm. Oh. Ernsthaft? I'm hit. Ich meine, das ist ehrlich, dass ich schwer verletzt wurde, aber ich bin gerade mega überrascht, dass der Arm noch dran ist. Das ist schon fast ein bisschen lucky. Aber der Schlag ist noch nicht vorbei, also mal gucken. Minimal. Waiting for orders. On my way. Ah, einer der besten Angriffe bisher. Wow. Mech destroyed. Das wird jetzt böse. Nicht sterben, bitte. Oh, immer noch kein. Der, endlich habe ich auch mal ein bisschen Glück. Okay, that was really bad. Ja, aber ich habe ein bisschen Glück, was das Treffen der Raketen angeht. Und das war ein Fehler von ihr, sie aufzuteilen. Hätte sie alle auf den Kataphrakt gehauen, hätte ich den vielleicht sogar verloren. Puh. I'm receiving you. Acknowledged. Roger. Mech destroyed. Und wie ich es in dieser Affirmation immer tue, weil das alles andere wäre selbstmörderisch. Na? Falls ich wie Pech habe und sie einfach nur noch wegrennt und nicht mehr erlegbar ist, keine Lust, alles sonst gemacht zu haben. Absolut nicht. Ich habe fast linken und rechten Arm verloren. Das ist ja super. Ich bin begeistert. Klopfen sie erstmal ein bisschen weich, würde ich sagen. Ne? Macht am meisten Sinn. Waiting for orders.
Copy that. Critical hit, Commander. The target is retreating, Commander. Eliminate it before it escapes. Receiving you. Move into position. Das sollte es gewesen sein. Wegrennen ist nicht mehr. Wir haben echt, also davon, dass ich mal so ein bisschen Pech habe hier und da, haben wir diesmal echt Glück gehabt, was die Schäden angeht. Wir haben keine Komplettverluste von Körperteilen. Ich glaube nicht mal Waffen. Robert zwar Verletzungen gefarmt, aber hey, hätte viel schlimmer laufen können, ganz ehrlich. Viel, viel schlimmer. Und tschüss. Confirm. Hostile removal. Schön, schön. Mission successful. Ich meine, damals, als ich einen Marodeur in der Story gespielt habe, habe ich beispielsweise die PPKs rausgebaut. Stattdessen dann zwei schwere Laser, zwei mittlere Laser und halt die AC behalten. Und die Gewichtseinsparung durch das Ausbauen der PPKs einfach in Rüstung investiert. Das war die simpelste Form, ne? Mal gucken, wie ich es mit dem hier mache. Mal sehen. Ich würde gerne halt vermeiden, exakt dasselbe nochmal zu machen. Aber mal gucken, wenn es das Beste ist, ist es das Beste. Und Marauder in der Gruppe zu haben, ist aufgrund der passiven Fähigkeiten dieses Mechs extrem nützlich. Weil das über unsere Genauigkeit bufft. Für die anderen Piloten auch. Das war zumindest ein Haufen Kohle. Natürlich dürfen wir auch einen Haufen Kohle für Reparaturen ausgeben, aber bis auf einen Wärmetauscher haben wir nichts konstant verloren. Und das ist echt nicht verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Ja, dann machen wir den Enforcer voll. Auch wenn ich sagen muss, dass diese AK-10 hier echt krass ist, aber ist es mir jetzt gerade nicht wert. Gut. Die Folge ist mehr als lange genug, aber es ist hier momentan bei diesen Special-Folgen. Ich mache ja nicht ganz so viele jetzt für diesen Zeitraum, wo ich mal dieses Spiel wieder spiele. Es ist ganz okay. Für dieses Spiel werde ich immer mal wieder eine Gruppe von Folgen rauswerfen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. That mech is ready to fight, Commander.